Spiel vorbei eigentlich? Niemals. Wir geben euch Tipps, was ihr so in den Ferien machen könnt. Oh, damn. Oh, jemand hat mich getroffen, wie und wer? Das war ich. Hey Leute. Hey. Was geht? Herzlich willkommen zum Spiel mit mir. Und was machen wir heute? Wir haben Ferien. Unglaublich, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Es sind immer noch Osterferien, Leute. Nee. Immer noch. Wir haben keine Ferien, aber wir geben euch Tipps, was ihr so in den Ferien machen könnt. Beziehungsweise wir präsentieren einfach unsere Lieblingsferienspiele. Ich habe hier ein Spiel mit Katzen mitgebracht. Ein Spiel von Tatzen und Katzen. Mhm. Was es sich damit genau auf sich hat, gucken wir uns gleich an. Sieht auf jeden Fall krass aus. Ja. Die Nintendo Switch-Konsole. Und wir spielen darauf Mario Kart. Wow. Habt ihr schon mal Mario Kart gespielt? Ja, aber nicht auf der Switch, nur sehr von lange her. Ja. Mit so einem Lenkrad. Ist das so ein Handding für mich? Nicht, dass Nein. ich das wegwerfe. Nicht wegwerfe. Das, oh, wie bei doch, der Wii, das fliegt doch, ja gleich. Mit. Ja? Kann ich gleich holen, stimmt. Safety first. Safety first, Safety Leute. First, richtig. Wir haben natürlich die Kamera hier, wir müssen vorsichtig sein. Und was hat Ellie mitgebracht? Ich habe Halligalli mitgespielt. Auf die Glocke, fertig, los. Halligalli. Das Halligalli. Oh mein Gott, Alligator. Alligalli. Alligator. Ist immer ein Fun, habe ich schon als kleines Kind gespielt und werde ich auch als mega großes Kind spielen. Habt ihr sonst noch ein Spiel, was wir nicht hier haben, was man sehr, sehr gut in den Ferien spielen kann? Verstecken. Verstecken. Phase 10, das dauert immer extrem lange. Oh mein Gott, lange. Phase 10. Phase 10, einfach komplett durchspielen, das dauert ungefähr die ganzen ja. Ferien. Ja, also 10 zerstört Freundschaften. Das ist Monopoly. Ja, das auch, aber Monopoly. Meiner Erfahrung nach ist es Phase 10. Das Spiel ohne Grenzen, Monopoly 4 Stunden ist man da beschäftigt mit, ne? Schreibt gerne noch mehr Spiele unten in die Kommentare. Welche Spiele zerstören noch Freundschaften? Alles. Gut. Wir bauen erstmal auf. Hier ist die Katze. Hallo Katze. Und man muss immer so Bällchen runterschießen. Es gibt hier die Katzentatzen. Die kommen hier mit Magneten drauf. Ich bin blau. So. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt spielst. Okay. Wir müssen gleich erstmal entscheiden, wer hier überhaupt spielt. Wir haben hier Kugeln. Der eine schwarze kommt hier rein als Nase. Ja. Das Näschen. Und die drei weißen kommen hier rein. Und dann sind da nämlich noch Ersatzkugeln, oder? Oder waren da noch mehr? Das hier sind die, das sind die gelben. Das sind die, mit denen man das so rüberflippt. Ich zeig das einmal. Stimmt. Damit muss man die weißen oder die schwarze rausflippen. Flipp. Hui, und sie ist rübergeflippt worden. Cool. Wenn man entweder alle gelben auf einer Seite hat, bekommt der andere einen Punkt. Alles klar. Wenn man die drei weißen auf der Seite hat oder wenn man es schafft, die eine schwarze. Okay. 3, 2, 1. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Okay, ihr beiden spielt! Ich Hallo filme! Ellie. Hallo! Okay. Ich bin blau! 3, 2, 1 und ihr dürft! Aber wer sieht denn dann, wer was getroffen hat? Also da muss man ja nicht drauf achten. Ja, du musst schon. Nee, du musst alle gelben Bällchen rüber. Alle gelben Bällchen müssen auf einer Seite sein. Aber was hat sie mit diesen weißen Kugeln auf sich? Oder halt alle weißen oder eine schwarze. Ja. Verstehe ich nicht. Du kannst auch mit den weißen Kugeln. Kann ich die weiße zurückschießen? Ja. Ja. Das ist aber gar nicht mal so einfach, ne? Eine Sache gibt's noch, falls eine Kugel runterfliegt außerhalb des Spielbretts, dann ruft man Miause. Welche hast du? Dann müssen beide aufhören zu spielen. Wann ist denn das Spiel vorbei eigentlich? Niemals. Wenn man 5 Punkte gesammelt hat. Aber wie viel habe ich denn jetzt für die Punkte? Was? Bei dir ist doch eine Kugel von mir gelandet eben. Ja, aber du brauchst entweder alle gelben, alle weißen oder alle schwarzen auf einer Seite. Verstehe ich nicht. Dauert das noch so lange, oder? Nee. Kann schnell gehen oder länger dauern? Ich habe eine zu dir geschossen. Drei Jahre später. Das hast du gut erkannt. Ich habe noch eine. Ey, guck mal, du hast eine geschossen. Miause! Okay, weiter. Habe ich gewonnen? Nein. Warum Miause? Was heißt das? Miause heißt, wenn jemand das ruft, müssen beide direkt aufhören zu spielen, weil dann muss man die Kugel erstmal wiederholen, die außerhalb des Spielbretts gefallen ist. Hast du es jetzt verstanden? Wieso so gemein hier? Yay! Was hast du gemacht? Ich hab drei Weiße bei ihr drüber. Hi. Also die letzte Runde, gell? Letzte Runde. Ich kann auch gar nicht mehr gewinnen. Nicht unbedingt letzte Runde. Wenn ich gewinne, dann... Wenn ich gewinne, ist Ende. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Punkt und kriegst immer noch zwei. Okay. Bis drei Punkte. Ich brauch noch einen gelben. Ja, okay. Auf die noch ein gelber. Hey. Und los geht's. Ich würde auch gerne spielen. Ja, guck mal, jetzt hast du es verstanden. Ja, guck mal hier. Oh, was hat das mit dieser schwarzen Kugel auf sich? Das ist die Nase, der Katze. Die Nase, die ist am schwersten zu treffen. Die habe ich bei dir rüber, dass sie kriegt. Ich habe die halt nicht mal gesehen. Ende! Oder willst du weitermachen? Ich habe das nicht mal gesehen und wusste nicht mal, dass man das da macht. Guck, manchmal geht's schnell. Nein, geht's sehr schnell. Das war schön, ne? Das war sehr schön. Ich habe mich super angestellt, würde ich sagen. Also 3-0. Ersten Mal gespielt, Ellie. Das nächste Spiel ist Halligalli und ich hoffe, da habe ich bessere Chancen. Wobei es ist ja auch
absolut Zufallsprinzip, ne? Man weiß nicht, das ist halt Zufall, ne? Wegen die Kartenzufall und so. Und halt Reaktion, weil man muss super schnell auf die Glocke hauen. Es müssen immer fünf einer Frucht ergeben. Jetzt haben wir hier den Stapel, jetzt können wir immer ziehen. Ach ja, wir ziehen. Zack, ich wollte gerade sagen, kriegt jeder eigentlich die Hälfte? Nee. Und beide Karten zusammen, oder? Mhm. Genau, beide Karten zusammen. Oder halt, manchmal ist da auch einzeln okay. drauf. Aber warte, wie ist denn das, wenn jetzt zum Beispiel hier fünf Bananen sind, da nochmal drei Bananen, zählt das Nein. dann nicht? Nein, das sind dann acht. Okay, immer fünf. Ich fange nochmal an. Man darf nicht die Karte mal vorher angucken. Und dann kriegt man... Eva hat sich einfach mal erschrocken. Ich habe mich auch erschrocken. Heißt er eigentlich erschrocken oder erschreckt? Ich weiß es immer nicht. Erschrocken. Erschrocken, ne? Ich war schockiert. So, und der gewonnen hat, was? Gewonnen hat der mehr Karten hat am Ende. Darf ich? Ja. Oder darfst du? Ich darf. Okay. Die Pflaumen gingen an Elli. Kai Pflaumer. Halligalli mit Kai Pflaumer. Das ist voll immer Mathe. So schnell. Wenn das so früh... Oh. Nichts und was sind das für Früchte? Sind Olivenfrüchte? Oh. Hey! Damn! Das sind vier. Das sind vier. Achso, danke, dass du mir das noch gesagt hast. Das sind mehr. Sag ihr das doch nicht immer. Hey! Eva hilft voll, Risiko. Ellie. Ja, ne? Eins. A banana. Oh, okay. Film das mal geil. Von hier oben, da seid ihr mit Reaktion drauf. Hallo. Und die Früchte. Ich kann nichts mehr. Voll spannend. Oh, damn! Okay. So. Nein, das sind sieben. Danke. Das sind vier. Und drei. Oh Mann, oh Mist, das hab ich. Ich hab auch immer. Zwei. Wow, Ellie, wie hast du das denn gemacht? Ich geb zu, ich hab die davor Magic. Schon gesehen, aber. Sag mal. Ja. Das ist aber nicht erlaubt, Ellie. Halligalli mit Schummeln. Ja. Ach so. Oh, die Erdbeeren gehen an Eva. Erdbeeren. Zwischenstand. Zwischenstand, ich führe. Na super. Mehr Erdbeeren. Na super. Ja, gut. Limette. Erdbeeren. Nein. Fünf. Juhu. Ein bisschen muss ich ja aufholen, aber ist immer noch nicht ganz geil. Okay. Spielen wir eigentlich den Stapel durch oder spielen wir nachher mit unseren Stapeln weiter? Der Stapel durch. Wir spielen den Stapel durch. Ne? Drei Pflaumen. Zwei Bananen. Bis einer keine Banane. Karten mehr hat hier. So. Eine Banane. Oh, letzte Karte. Drei Pflaumen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Oh, jetzt seht ihr. Es sind ein paar mehr bei Eva, ja. Ein Hauch mehr. Knapp, aber ich hab mehr. Ich hab gewonnen. Eva, du hast gewonnen. Wir haben jetzt Mario Kart soweit gestartet. Mhm. Wir haben unsere Rollen aufgewählt. Du bist Peach, ich bin der Geist, König Boohoo. Wir haben irgendeine Strecke jetzt mit euch. Wir machen jetzt einfach mal irgendein Rennen hier. Ich habe es tatsächlich auch gar nicht mehr so lange gespielt. Du hast gerade gefragt, womit man was macht. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich mache das halt so intuitiv, weil ich das schon gemacht habe. Ja. Ich kann es jetzt überhaupt nicht erklären. Wir sehen gleich einfach, was passiert. Wir machen einfach ein Rennen, wer das Rennen gewinnt. Okay. Dann. Ich bin der Geist. Warum gibt es da keine Einführung? Nein? Wie man hätte das gerne eine Einführung. Ja, dann leg mal los. Boom, geh weg, Toad. Auf den Weg, hier komm ich. Und erstmal grinden. Nee, driften, nicht grinden. Junge, ich hab keine Ahnung, was du sagst. Wie gesagt, ich konnte dir auch nicht erklären, was ich tue. Ich mach die Dinge einfach. Wie feuer ich Bananen ab? Muscle Memory. Mit dem oberen rechten. Frag ich dich auch noch mal links und rechts? Ach man, ich kann das doch nicht. Piep auch noch jetzt. Man kann auch bespringen. Hast du schon mal einen schlechten Trick jetzt? Nee, das war Perspektivwechsel. Ja, ich habe Perspektivwechsel gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin Erster. Die gehen einfach nicht weg. Ich bin Achte, glaube ich. Was ist da passiert? Ich bin Neunte. Eine Runde habe ich schon. Ich glaube, ich habe auch eine Runde geschafft. Ich drifte hier im Grunde. Ja, jetzt habe ich eine Runde geschafft. Ey. Einfach irgendwo gegengekommen. Oh, jemand habe ich getroffen, wie unfair. Das war ich. Du warst das? Bestimmt. Du bist aber ganz weit hinten, ich glaube nicht. Ja, du bist einfach einmal komplett vor mir, deswegen weiß ich. Okay. Einfach gegen die Brücke gefahren. Nein, was passiert? Wie ist denn der Zwischenstand? Ich bin Elfte. Ich bin Erster. Es gibt bestimmt keinen Zwölften, oder? Ich glaube schon. Also, voll gemein. Nee, du bist Letzter. Hä? Warum bist du Letzter? Sieht aber sehr süß aus, wie ihr zwei da sitzt. Es ist natürlich ein bisschen unfair, dass wir als Entscheidungsspiel hier das machen, was ich eh kann. Nein! Mein total begeistertes Gesicht. Ich bin runtergefallen. Oh, bist du eigentlich bisher schon mal kopfüber gefahren jetzt? Ja, bestimmt, weil ich bin schon eine Runde komplett gefahren. Aber mir ist das nicht aufgefallen, dass ich kopfüber gefahren bin. Ja, das ist, weil... Ich krieg hier gar nicht so richtig mit. Oh, und ich fliege schon wieder. Ach so, weil ich immer darüber fliege. Ich glaube, hier ist das Ende. Yay! Yeah, gewonnen!
gewonnen. Und ich wurde nicht mal von so einer blauen Schildkröte getroffen wie sonst. Okay, wir spielen jetzt sonst noch eine Runde Halligalli. Ich finde es auch unfair, dass ich jetzt nicht den gesamten Bildschirm habe. Aber ich weiß immer noch nicht, noch wie sehen, ich so eine wie ich Banane... Freue, jetzt sag mir noch mal, wie ich die Banane loswerde. Jetzt bin ich schon wieder Info gegen... Ach so, da oben sind auch Ich Tasten. Sagte oben links. Ich finde, das ist ein super Ferienspiel. Ich finde auch. Also, ich bin der ultimative Ferienspiele-Gewinner. Trotzdem spielen wir jetzt noch mal Halligalli. Gewinne ich dann auch? Ja. Welches Ferienspiel hat euch denn am besten gefallen? Das mit der Katze? Wie hieß das nochmal? Von Katzen und Tatzen. Von Katzen? Heißt das Spiel so? Ein Spiel von Tatzen und Katzen. Okay, Mario Kart oder Halligalli? Halligalli. Halligalli. Was ist denn euer Lieblingsspiel gewesen? Mir hat das von Katzen und Tatzen am besten gefallen, weil ich es nicht gespielt habe. Mir hat Mario Kart, weil ich nicht gespielt habe. Nein. Mir haben Mario Kart und das mit den Tatzen am besten gefallen, weil ich das gespielt habe. Das war so schwer. Weil ich es gespielt weil habe. Weil er es gespielt hat und er hat gewonnen. Und ich habe gewonnen. Natürlich hat Felix gewonnen. Ja, ich mag beides gerne. Gar nicht also mehr. Leute, wenn es euch gefallen und Spaß gemacht hat, Daumen nach oben da lassen. Alles klar, Peach ist ein Loser. Und ich nehme jetzt einfach diesen fantastischen Bildschirm mit, der gefällt mir. Da kannst du aber nicht viel mit machen. Okay. Noch schöne Ferien, frohe Schöne Ostern. Ferien! Frohe Ostern ist zu spät, oder? Ja. Egal, nachträglich. Frohe Weihnachten! Frohe Weihnachten! Guten Rutsch! Rutsch!